Heinz-Werner Wollersheim ist Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Leipzig. Dort beschäftigt er sich insbesondere mit der Frage, wie digitale Technik das Lernen und Prüfen unterstützen kann. Er koordiniert zudem das BMBF-Forschungsprojekt Tech4Comp, das personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbares Mentoring erforscht. Herr Wollersheim, wo und wie kann künstliche Intelligenz für Bildungsprozesse nutzbar gemacht werden? Die Frage, ob und wie KI der Bildung hilft, die treibt uns natürlich auch um. Und wir kommen mit unserem Personalisierungsansatz auch aus einem Bereich stärker werdender Diversität. Und wir versuchen, ein Modell des Kompetenzerwerbs, also eines aktiven Prozesses, zugrunde zu legen. Und das haben wir deswegen so formuliert, damit man sehen kann, an wie vielen Stellen eigentlich Daten anfallen können in so einem Prozess des Kompetenzerwerbs. Bei der Erstbewertung zum Beispiel oder bei der Zweitbewertung. Das Modell ist relativ komplex. Sie brauchen das jetzt nicht in Einzelheiten nachzuvollziehen. Vielleicht so viel: bei jeder Aufgabenkonfrontation findet eine Erstbewertung statt. Und die mündet in die Urteile Langeweile, Überforderung oder Routine. All das ist eigentlich nichts, wo neuer Kompetenzerwerb stattfindet. Oder sie mündet in die Bewertung Challenge, Herausforderung. Und wenn es als herausfordernd empfunden wird, dann prüfen Personen ihre Ressourcen, die internen und die externen, und bauen sich daraus einen Plan, wie sie das Problem lösen wollen. Und dann gehen Sie in die Handlung und rechts sehen Sie diese Handlungsschleife nach Dietrich Dörner angehängt. Ich habe es deswegen genommen, weil man da auch nochmal sieht, Handlung besteht aus unterschiedlichen Positionen, von der Zielausarbeitung bis zur Effektkontrolle. Und an allen diesen Stellen können potenziell Daten anfallen. Und Daten sind das Grundproblem, wenn man über Bildung und künstliche Intelligenz spricht. Bei welchen Herausforderungen im Bildungsbereich kann künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Lösung beitragen? Wenn wir uns also in diesem Kontext mit KI beschäftigen, dann ist das kein Selbstzweck, sondern uns beschäftigt eigentlich die didaktische Idee, wie erwerben Menschen Kompetenzen. Und die didaktische Modellierung steht immer am Anfang und dann fragen wir unsere Kollegen, Fachleute in der Informatik oder wo auch immer, mit welchen Mitteln könnten wir das jetzt im Bereich EdTech unterstützen. Und das, was unserem Modell hier zugrunde liegt, ist zum Beispiel die Wahrnehmung an deutschen Hochschulen, dass die Studierenden immer stärker diversifiziert werden. Ja, und die Milieus im Hintergrund sind sehr diskrepant und die Vorerfahrungen sind sehr unterschiedlich. Und deswegen werden wir mit einem One-Size-Fits-All-Zugriff, Frontalmodell der alten Vorlesung, eben nicht mehr so gut und nicht mehr so effektiv arbeiten können. Aber nur mit EdTech lässt sich dieses Personalisierungsproblem effektiv lösen. Wie man es lösen kann im Detail, wissen wir noch nicht, daran arbeiten wir. Aber nur auf der Basis von EdTech gibt es überhaupt eine Chance, sich diesem Problem in angemessener Art und Weise zu widmen. Herr Wollersheim, welche ethischen Fragen wirft der Einsatz künstlicher Intelligenz im Bildungssektor für Sie auf? Wir sind bei unseren Arbeiten schon auf eine ganze Reihe von ethischen Problemen gestoßen. Nämlich, das fängt damit an, wie konstruiert man einen Versuchsaufbau, wo man keine Studierenden benachteiligt, indem man den einen diese Unterstützung gibt, den anderen aber nicht. Oder es betrifft ethische Fragen in der Ebene von Verwertbarkeit dieser Daten. Wem sollen diese Daten gehören? Was darf man mit diesen Daten machen? Stichwort Algorithmen steuern viele gesellschaftliche Prozesse. Und hier stehen wir relativ am Anfang einer Entwicklung, wo wir uns genau überlegen müssen, ob wir die Daten aus einem Bildungsprozess in bestimmten Algorithmen so weiterverarbeiten dürfen. Denn Bildung lebt immer auch davon, dass sie in einem Schonraum stattfindet und dass sich Persönlichkeit entwickeln kann. Also die ethische Komponente dieses Problems in der KI
ist sehr ausgeprägt, aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass bestimmte Unternehmen und diese Daten bereits heute effektiv verarbeiten und daraus auch neue Geschäftsmodelle für Bildungsprozesse ableiten.